Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil von diesem kleinen Schmuckstück. Ich hoffe, ihr habt den ersten Teil schon gesehen. Wenn nicht, schaut gerne das letzte Video hier auf meinem Kanal an. Da haben wir zusammen diesen Controller ausgepackt. Und zwar ist es nicht irgendein Controller, sondern der günstigste DJ-Controller auf Amazon, den ich zumindest da gefunden habe. Falls es einen günstigeren gibt, also Neupreis natürlich oder neuwertig, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich habe diesen hier gefunden und zwar Numark DJ Go 2 oder DJ 2 Go 2. Wir werden heute in diesem Video die Funktionen ein bisschen durchgehen. Wir werden uns das DJ-Programm anschauen und wir werden heute versuchen, ein, zwei Übergänge hinzubekommen. Vielleicht seht ihr das schon. Hier habe ich einfach meine stinknormalen AirPods oder EarPods oder was auch immer, die von Apple halt an den Controller angeschlossen. Hier haben wir 3,5 mm Klinkeneingang. Hier ist die Stromversorgung mit USB. Ist ein bisschen kurz geraten, das Kabel, weil ich habe jetzt das Ganze für euch am PC eingerichtet oder für mich am PC eingerichtet, weil ich kann es euch so besser abfilmen. Normalerweise legt man ja hauptsächlich mit einem Laptop auf. Zur Software kommen wir dann auch gleich nochmal. Wir switchen dann gleich auch die Kamera. Wie gesagt, ich will euch heute ein paar Funktionen zeigen, was möglich ist, funktionieren die Übergänge und vielleicht könnt ihr auch hier schon erkennen, dass die Jogwheels noch oder beziehungsweise auf den Jogwheels noch die Schutzfolie drauf ist. Das liegt daran, dass ich den Controller zurückschicken werde. Ehrlich gesagt muss ich das heute noch machen, weil ich bin schon wieder ein bisschen spät dran mit dem Videoabdreh. Also ich habe heute heute ist der Fristtag, wo ich den Controller zurückschicken muss. Perfekt. Ich habe so gut wie möglich alles schon ein bisschen vorbereitet für euch. Ich wollte auch ein paar saftige Tracks euch zeigen, beziehungsweise zwei Übergänge mit sehr, sehr geilen Tracks probieren. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Kann ich leider nicht machen oder will ich nicht machen, weil ich habe mir gedacht, für diese Projekte, die ich euch jetzt hier im Laufe der Zeit auf meinem Kanal zeige, will ich ein bisschen GEMA-freie Musik verwenden. Das heißt, dass mir die GEMA nicht im Nacken sitzt und dass das Video auch monetarisiert werden kann. Nochmal zurück zum Thema, warum die Schutzfolie drauf ist. Ganz einfach, ich will den Controller zurückschicken, habe ich vorhin schon gesagt. Der Grund einfach, das habe ich im ersten Video schon euch gezeigt. Man sieht es auch hier einigermaßen. Diese Taste hier, also diese Sync-Taste, liegt ein bisschen auf 7:30, ist ein bisschen schräg. Deswegen habe ich gedacht, komm, auch wenn es 69 Euro sind, wäre ich ihn lieber zurückschicken. Ich habe erst gedacht, dass ich ihn vielleicht verlose, irgendwie auf Twitch oder sowas, weil doch viele Zuschauer immer dabei sind und viele Supporter von euch. Aber ich will euch nicht einen halbfertigen, oder was heißt halbfertigen, nicht einen ganzen Controller verschenken oder schenken, sondern der geht einfach zurück, weil Materialschwäche. Ich denke mal, ich habe ein Montagsgerät erhalten und ich habe jetzt schon genug geredet, Freunde. Wir gehen rein. Ich switche jetzt die Kamera. Ich werde das Mikrofon hier jetzt ein bisschen auf die Seite tun. Hab hier auch nochmal schön meine GoPro am Start. Das heißt, ihr werdet heute zwei Perspektiven sehen. Einmal diese hier, ganz normal, wie ich gerade mit euch quatsch. Und einmal hier der Pfadfinder, also auf Pfadfinder angelehnt. Wie crazy sieht das denn aus, Mann? Ich werde das Ganze für euch nochmal von oben filmen, damit ihr auch seht, welche Tasten ich meine, weil so seht ihr das ja gar nicht. Und ich würde sagen, wir switchen jetzt in die DJ-Software. Ich erkläre euch noch ein bisschen was und ich habe Bock. Angekommen in der DJ-Software. Also ich hoffe, ihr habt ein paar geile Aufnahmen auch von oben, beziehungsweise hier von der GoPro. Bitte beachtet nicht den Saustall auf der rechten Seite. Ich habe jetzt nicht mehr aufgeräumt. Ich bin, wie gesagt, im Zeitdruck. Ich muss in 2 Stunden diesen Controller spätestens zurückschicken oder zur Post bringen, sonst bekomme ich mein Geld nicht zurück. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon mal 2 Tracks vorbereitet, beziehungsweise in die einzelnen Decks reingeladen, also Deck 1 und Deck 2. Ich habe schon mal ein bisschen vorgehört und mal ausprobiert und so weiter. Also wie gesagt, ich arbeite hier mit meinen stinknormalen Apple-Kopfhörern von früher, also sind jetzt nicht die besten. Was ich schon mal feststellen kann, ist ein gewisses Grundrauschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das an den Kopfhörern liegt. Eigentlich nicht, weil die funktionieren normalerweise, weil damit schneide ich auch meine Videos. Wir gehen jetzt ein paar Funktionen kurz durch. Ich werde euch ein bisschen was zeigen und dann werden wir ein, zwei Übergänge versuchen. Besser gesagt, eigentlich nur einen. Und genau, wir fangen auf der linken Seite an. Ganz easy, also man sieht es hier, ich habe es halt am PC befestigt, Kabel ist schon sehr, sehr kurz. Wäre cooler, zumindest für mich jetzt für das Video, wenn der USB-Eingang auf der linken Seite wäre. Hier haben wir aber nochmal den Cinch-Eingang bzw. AUX-Eingang für externe Monitorbox. Linke Seite,
Tempo-Fader brauche ich nicht viel erklären. Hat jeder DJ-Controller, egal in welcher Preisklasse wir hier reden. Also hier ganz normal hat es sogar einen Mechanismus, wo man mitbekommt, dass man halt auf 0% ist. Genauso kleine Details will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil das ist eigentlich selbstverständlich. Und am Schluss des Videos werde ich euch dann noch mein Fazit sagen, ob ich euch das empfehlen kann, beziehungsweise Leuten empfehlen kann, die vielleicht mal reinschnuppern wollen oder das Ganze mal ausprobieren wollen mit DJing. Genau, linke Seite, Sync-Button, der ein bisschen auf 5:30 steht, ist ja ein sehr großes Thema, sage ich mal. Viele von euch oder ich denke mal viele von DJs oder Zuschauern oder selber, die Hobby-DJ sind, hassen und lieben den Button. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von euch diesen Sync-Button benutzt. Ich muss ehrlich sagen, ab und zu benutze ich ihn. Ich finde die Funktion einfach cool. Viele sagen halt, das hat nichts mehr mit DJ zu tun. Verstehe ich einerseits, aber andererseits, warum soll man Funktionen nicht nehmen, die einem gegeben werden? Und der Sync-Button ist einfach eine simple und eine geile Funktion. Daneben haben wir den Cue-Button, danach haben wir Play und Pause, ganz normal, wie auf jedem Controller. Ich muss halt sagen, ich bin es gewohnt von meinem Pioneer-Controller, der halt ein bisschen größer ist und ein paar mehr Regler und Knöpfe hat. Die Jogwheels sind sehr, sehr wild, also ihr merkt schon, wie klein das Ganze hier ist. Wir werden gleich mal schauen, ob ich einen Übergang damit hinbekomme. Auf jeden Fall sind die Jogwheels sehr, sehr klein. Man kann trotzdem scratchen, wenn man es kann, ich kann es nicht. Dann gehen wir gleich weiter zu den 4 Pads. Ganz normale 4 Pads, was ich cool finde, und zwar auf jeder Seite. Das heißt, hier hat man verschiedene Möglichkeiten, und zwar, wir gehen jetzt hier mal kurz den Pad-Mode durch. Wir haben jetzt hier Pad-Mode Q. Das ist mir zum Beispiel schon negativ aufgefallen, dass ich, wenn ich jetzt schräg oder nicht so gut eine Beleuchtung hier im Raum habe und ich auflege, wie es meistens ja im Club ist, oder zum Beispiel, wenn ich jetzt einen DJ-Stream mache, habe ich jetzt nicht von der Seite eine Beleuchtung und von vorne so eine krasse Beleuchtung. Und mir ist halt aufgefallen, dass ich halt kaum lesen kann, wo ich gerade bin, beziehungsweise man sieht es natürlich an den roten Punkten, wo man ist, aber man kann es halt nicht direkt lesen, was steht jetzt hier unten, Q, Auto, Manual und Sampler. Ist mir jetzt so ein bisschen negativ aufgefallen, aber ansonsten geht es eigentlich voll klar. Man hat hier, wie gesagt, 4 Pads, die man benutzen kann. Das heißt, ich könnte jetzt hier sagen, okay, ich gehe jetzt hier vor, mache mal ein bisschen leiser extra für euch, sonst fetzt euch noch die Ohren weg. Ich sage jetzt, ich will jetzt hier einen Cue-Punkt setzen, drückt die 1 und ihr seht, hier ist ein Cue-Punkt gesetzt worden. Wenn ich das Ganze löschen will, drücke ich die Pad-Taste oder Pad-Mode-Taste einfach, Moment, ich muss wieder umschalten, gedrückt und drücke auf die 1, dann ist der Cue-Punkt wieder deaktiviert oder gelöscht. Wenn wir einmal dann in den Pad-Mode drücken, kommen wir in den Auto-Modus. Da können wir sozusagen Loop-Funktionen einbauen. Wenn ich jetzt euch mal kurz den Track abspiele, ich kann ihn ja zwischenzeitlich mal laufen lassen, könnte ich jetzt hier... Ja, einfach chillige Loops einbauen. Ein Achtel, ein Viertel, ein Halb. Das kann man alles dann am Programm selber einstellen. Ich mache mal kurz Pause, weil wir gehen jetzt direkt weiter in den Manual-Bereich oder Manual-Mode. Und zwar haben wir hier, das zeige ich euch mal kurz, muss ich wieder den Track abspielen. Und zwar kann ich mit der 1 bestimmen, also ist auch wieder eine Loop-Funktion, wie lang der Loop gehen soll. Dann drücke ich die 2 und das heißt, so lang wird der Loop abgespeichert und immer wieder geben. Genau, wieder löschen, indem ich die Pad-Mode-Taste drücke und auf den jeweiligen Button drücke. Dann gehen wir weiter auf den Sampler. Da mache ich jetzt nochmal kurz die Musik aus. Ihr kennt bestimmt, wenn irgendwelche DJs auflegen oder irgendwelche DJs im Stream irgendwelche solchen Effekte rausballern. Das ist der Sampler-Modus. Zum Beispiel, ich habe jetzt Vocals eingebaut, die hören sich so an. Man kennt's. I'm a Trump's the motherfucker. Genau, das habe ich jetzt reingeladen. Viele haben halt so ein Horn oder sonst so ein Crash oder irgendwie sowas oder so irgendeinen geilen Soundeffekt, den man zwischendurch abspielen kann. Das ist halt dieser Sampler-Modus. Das heißt, ich kann jetzt hier 4 Pads belegen. Wie das Ganze funktioniert mit Serato DJ, kann ich gerne ein separates Video machen für euch, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten haben wir eigentlich nichts weiter. Das Einzige, was mir wirklich sehr, sehr groß fehlt, oder was heißt groß, was mir wirklich fehlt, was ich aber irgendwie auch verstehen muss, weil die haben ja hier nur begrenzt Platz gehabt für so einen kleinen Controller. Ich hätte gerne einen Regler gehabt, wo ich Effekte steuern kann. Das Ganze muss ich übers, ich kann das Mikrofon ein bisschen hertun, muss ich über das DJ-Programm machen. Das heißt, ich kann euch das mal zeigen, wenn ich jetzt den Track kurz abspiele. Müsste ich hier, wenn ihr mal kurz auf den Bildschirm schaut, müsste ich hier mit Maus oder Trackpad halt am Laptop den Effekt selber steuern.
Das heißt, ich kann den nicht über den Controller selber machen, sondern ich müsste halt mit dem Trackpad arbeiten. Deswegen kann ich euch schon mal sagen, für große Veranstaltungen ist der Controller auf jeden Fall nicht gedacht. So daheim ein bisschen rumklimpern, ein bisschen auflegen ist er okay. Ich sag mal, so ein einzelner Button für Effekte wäre halt schon viel, viel geiler. Dann haben wir hier die Vorhörfunktion, also einfach Kopfhörer aktivieren oder nicht. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Auf der Seite eigentlich identisch. Genau hier oben noch kurz die Regler. Ich weiß nicht, ob ich die schon angesprochen habe. Hier einfach für eure Monitorboxen, die ihr hier mit 3,5 mm Klinkeneingang angeschlossen habt, könnt ihr das Master Level regeln, also Lautstärke. Und ihr könnt mit dem Level Regler hier auf der Seite oder nebendran, könnt ihr nochmal den Track selber von der Lautstärke einstellen. Und genug geredet, Freunde, wir werden jetzt mal einen Track abspielen. Ich versuche einen Übergang hinzubekommen. Bestraft mich nicht, wenn ich es nicht hinbekomme, aber ich würde sagen, 3, 2, 1, Abfahrt. Genau, Effekte müsste ich, wie gesagt, jetzt am Rechner machen. Also ich muss sagen, die Tracks, die fetzen auch. Und sind halt auch noch GEMA-freie Tracks. Wir können jetzt hier nochmal den Flanger-Effekt einbauen. So, Freunde, jetzt kommt der Übergang. Seid ihr ready? War ja gar nicht so schlecht, oder? Normalerweise arbeite ich ja immer mit Effekten noch zwischendurch, bei zum Beispiel irgendwelche Übergänge. Aber da konnte ich es leider nicht machen, weil Übergänge, also mit Lautstärke arbeiten und an der Maus, ist halt ein bisschen ätzend. Deswegen hätte ich mir gerne einen eigenen Regler gewünscht, wo ich halt die Effekte einstellen kann oder zumindest die Lautstärke der Effekte einstellen kann. Jetzt gönnen wir uns noch einen kurzen Tech House Track. Ungewohnt mit Maus. Freunde, wir sehen uns heute Abend auf Twitch. Schmeckt.
So, ich werde jetzt den Track ein bisschen leiser machen, denn ich will euch noch kurz ein, zwei Worte sagen zu diesem Controller und zu dieser Software, was ich nämlich ganz vergessen habe. Und zwar, wie ihr wahrscheinlich im ersten Teil des Videos mitbekommen habt, gibt es eine Software inklusive, und zwar die Serato DJ Lite Version. Wie ich das noch weiß, wenn ich da jetzt falsch liege, gerne verbessern, ist in dieser Lite Version alles gleich, außer man kann Übergänge nicht mit einem Controller machen, sondern man muss es anscheinend noch mit Maus und Tastatur machen. So war der Stand von mir noch, so weiß ich das noch von früher. Ob sich das jetzt geändert hat, weiß ich nicht. Wie gesagt, könnt ihr mich gerne verbessern, wenn ich falsch liegen sollte. Ich habe mir vor ungefähr 1,5 Jahren mal die DJ Pro Variante geholt für, ich glaube, knapp 40, 50 Euro. Und ich habe mir die jetzt einfach nochmal installiert, beziehungsweise meine Lizenz nochmal aktiviert und habe halt hier einfach den kompletten Umfang von dieser Software. Raus vom Pfadfinder, Freunde. Zum Abschluss noch ein paar Fazits oder ein Fazit von mir. Und zwar, was mich überrascht hat, dass Übergänge doch einigermaßen gut hingehen mit diesem Controller, hätte ich jetzt nicht gedacht. Was negativ war, war zum Beispiel jetzt mit den Kopfhörern. Ich weiß jetzt nicht, ob das an den Kopfhörern selber lag. Normalerweise funktionieren die. Ich habe die vorhin noch an meinem Laptop probiert. Hier habe ich so ein kleines Rauschen im Hintergrund gehabt. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich hätte jetzt noch andere Kopfhörer probieren können. Müsste ich aber jetzt irgendwo raussuchen. Und das war einfach so ein bisschen negativer Punkt, wo ich sagen muss, dann, was mir aufgefallen ist, was ich vielleicht auch noch nicht angesprochen habe, ich heb's mal so in die Kamera, und zwar diese Tasten, die ich hier unten habe, zum Beispiel hier Play, Stop, funktionieren gut, aber muss man doch tatsächlich fester reindrücken, als ich gedacht habe, weil ich habe, wo ich vorhin mal so einen Übergang probiert habe mit diesem Controller, habe ich gemerkt, okay, ich muss doch ein bisschen fester reindrücken, als wie zum Beispiel bei meinem, aber da reden wir natürlich auch von einer anderen Preisliga und Qualitätsliga. Ansonsten, cooler DJ-Controller, wie gesagt, bisschen schade, dass dieser Sync-Button ein bisschen demoliert ist und dass dieses Grundrauschen da ist. Ich werde jetzt gleich nochmal andere Kopfhörer anstecken und es anprobieren. Ansonsten, Freunde, war es das von diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet ein paar geile Eindrücke. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen weiterhelfen oder zeigen, was man mit diesem Controller machen kann. Ich habe jetzt nicht allzu viel gemacht, aber dass ihr ein paar Funktionen kennenlernt, falls jemand vorhatte, diesen Controller zu kaufen. 69 Euro ist eine Menge Geld, keine Frage. Ist ein cooler Controller, aber nur für den Heimgebrauch und auch nur für eine begrenzte Zeit, weil ich denke mal, wenn ihr einen DJ-Controller kauft, dann wollt ihr auch irgendwann mal vor Freunden auflegen, auf Geburtstage auflegen. In Clubs braucht ihr meistens eh nicht mit eurem eigenen Controller kommen, beziehungsweise braucht ihr mit sowas nicht auftauchen, weil ich glaube, dann wird der Clubbetreiber sagen, okay, hier ist die Tür. Aber ihr wisst, was ich meine, deswegen spart lieber ein paar mehr Euros oder ein paar mehr Scheine, denn hier unten in meinem ganzen Chaos, hier unten das große Paket, befindet sich noch ein DJ-Controller und das wird das nächste Projekt sein. Ich kann schon mal so viel verraten, 4-Kanal, mehr will ich dazu nicht sagen, Freunde, und in diesem Sinne melde ich mich ab, falls ihr Fragen habt oder Anmerkungen oder Verbesserungen, was ich vielleicht irgendwie falsch erzählt habe, gerne rein in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, schaut auf Twitch vorbei, schaut auf Instagram vorbei und in diesem Sinne würde ich sagen, Freunde, danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch einen geilen Tag, ich muss jetzt zur Post den Controller zurückbringen und hoffe, dass ich mein Geld wieder bekomme. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ciao.